Hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Staffel, ich müsste überlegen, 2, ne? City Boost Manager. Ich muss hier gerade nochmal. Oh Gott, Shit aussehen, Schriftgröße, das haben die hier alles wieder geändert. Es ist so, es ist jedes Mal mit jedem neuen OBS-Update, musst du ja gefühlt. Gut, Mister. Klappen. Es gibt ein paar neue Dinge. Bustyp pro Linie. Jede Linie bzw. jeden Fahrplan soll einer bevorzugten Fahrzeuggruppe zugeordnet werden können. Da bin ich mal gespannt drauf. Mehrere Bus auf einmal, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Das wird jetzt hier alles umgesetzt. Dennoch will ich gucken, weil es kam wieder mal ein Update raus, wie flüssig das Spiel denn läuft. In den Einstellungen, es gibt jetzt eine neue Währung und mehr war das, glaube ich, gar nicht. Genau. Spiel laden. Drittes Spiel. Ist es schon soweit? Grüezi. Hallo, FCZ Pedro. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht gestreamt, fällt mir auf. Überhaupt nicht. Also. Ja. Und OBS hat gerade einen kompletten Zusammenbruch gehabt oder hat es immer noch? Okay, ganz kurios alles. Die FPS, die sinken gerade extrem. Lol. Ich weiß auch nicht, wie lange ich heute streame. Oder Dings. Ich habe zwar morgen einen ruhigen Dienst. Aber. Also viel zu ruhigen. Hallo Little Muck, Greetings. Ich habe zwar, ich fange zwar 14 Uhr irgendwann, glaube ich, an, oder 15, nee, 14:10 Uhr oder so. Muss ich nochmal in den Dienstplan reinschauen. Ansonsten bin ich gerade nicht wirklich auf der Höhe, deswegen versuche ich mich gerade ein bisschen abzulenken. Dienstplan morgen 14:16 Uhr habe ich Dienstbeginn. Und Dienstag aktuell noch frei. So, ich bin aber gespannt, wie das jetzt wird. Die FPS, die sind bei gefühlt 0. Er sagt zwar hier gerade 50 FPS. A new game? Ja, das ist City Bus Manager. It's not new. Played, oh, I don't know, 50 hours in this game? Oh Gott, jetzt seht ihr mal die Framerate. Oh Gott. So, ich weiß gar nicht, wo wir mit was stehen geblieben sind. Okay, ich erinnere mich. Wir haben einige Solo-Busse, wir hatten einige Doppelsteckerbusse, wir hatten einige davon. Oh Gott, ey, die Busse, die sehen ja hier aus. Okay, tanken, Innenreinigung, tanken, Innenreinigung. Wie viel Tankstellen hatten wir? Fünfe. Okay, zwei Busse sind schon mal am Tanken. Tanken und Außenreinigung. Tanken. So, ich weiß jetzt noch nicht, wie lange das jetzt hier wird. Ja. Okay, der ist erstmal dabei. Ja, schlimm, das sieht ja schlimm aus hier. Tanken, Außenreinigung, reparieren, Blinker, Klimaanlage. Es gibt keine freie Hebebühne, natürlich nicht. Ey, wenn das alles automatisiert wäre, ne, das wäre so schön. Ne, ich glaube, es gibt immer noch Frame Drops. Wollten wir nicht irgendwie unsere Schulden abbezahlen, die Kredite oder so, die wir offen hatten? Alter, wir haben drei Kredite offen. Willst du mich verarschen? Holy shit.
Holy shit. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Tankstellen. So, hier ist noch irgendein Bus, der, keine Ahnung, der muss auf jeden Fall noch lackiert werden. So, die ersten Busse kommen zurück. Tanken. Was? Ja, eigentlich brauchen wir viel mehr Tankstellen. Ihr seht's ja. Nee, der ist noch in Ordnung. Wir brauchen, also eigentlich brauchen wir wirklich viel mehr Busse, wie viel mehr Tankstellen. Warte mal. Außenbereich. Nee, Halle vielleicht? Keine Ahnung. Das. Ach, okay, gut. Nee. Flur. Lagerraum. Das muss doch. Nee, das ist Straße, ne? Warte mal. Da bauen wir jetzt einfach noch zwei Tankstellen hin. Können wir die drehen, die Tankstelle? Können wir die irgendwie drehen? Wie war denn das? Könnte man die nicht mit Punkt und Dings drehen? Pack jetzt einfach noch eine Tankstelle hin. Wir müssen jetzt tanken, die Busse. Also wirklich, wir brauchen jetzt die Dings, ne? Der ist schon, der noch nicht. Der wird getankt. Der kriegt vielleicht eine Außenwäsche. Der kriegt eine Außenwäsche. Der muss getankt werden. Außenwäsche, macht noch eine Innenreinigung. Sauberkeit außen. Ich muss mal ein bisschen was umbauen gerade. Warte mal. Gib mir mal bitte einen Moment, bitte nur. Just give me one moment, please. One moment in time. Straße. Mittel. Oder? Warte mal. Können wir die nicht einfach. Weil wir brauchen die Tankstellen jetzt auch, ne? Also. Wir müssen hier. Nachts wird eigentlich geackert hier die ganze Zeit. Zack, zack, zack. Ja, das sollte passen. So.
So, und jetzt noch ein paar Tankstellen, damit das jetzt hier gleich. Eigentlich bräuchte man nicht so viele, ich weiß, aber trotzdem müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Jetzt hängen die sich alle auf, natürlich, ne? In der Forschung können wir etwas forschen. Busverschmutzung. Und wir können den Betriebshof erweitern. Könnten wir. Brauchen wir aber aktuell noch nicht. Aktuell noch. Gut, weiter geht's. Was auch immer der hier hinten macht, ich weiß es nicht. Er hat da definitiv nichts zu suchen. Such dir irgendeinen anderen Scheißparkplatz, aber nicht den hier. Definitiv nicht. So. Ist natürlich alles ein bisschen durcheinander geraten hier. Aber wir können den Tag auch ein bisschen verschnellern. Wie viele Straßen haben wir? Drei, ne? Ah, der ist noch in Ordnung. Der wird gerade gereinigt. Der ist noch in Ordnung. Dreier. So, 4 Uhr in der Früh. Da können wir mal den Blinker. Oh Gott. Ja, das Spiel, es geht gerade noch, aber mal gucken, was nachher ist. Man kann ja nie wissen. Gelenkbusse haben wir einfach schon. Unnormal. Können den Betrieb so natürlich auch erweitern irgendwie, ne? Was sagt denn der Schichtplan? Heute ist alles in Ordnung. Super. Morgen. Morgen ist Freitag, wieso funktioniert das nicht? Wieso muss ich jetzt hier schon wieder alles, was soll denn das? Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Ich meine, der kann doch von heute kopieren. Alles hier, was hier drin ist, kann er doch kopieren und hier einfügen. Von mir aus auch von gestern, ist mir egal, solange er es macht. Ey, das kannst du niemandem erzählen hier. Du darfst ja wirklich jeden Tag einen neuen Schichtplan hier ausdenken, ja wirklich. Das ist doch nicht mehr normal.
So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Du kannst im Hintergrund schon mal langsam weiterlaufen, ne? Nicht zu schnell, aber Linie 3 zum Beispiel, müssen wir rausnehmen hier. Linie 4, Linie 1. Ich weiß gar nicht, was mit Linie 59 ist, wie da die Auslastung ist. Linie 4 raus, Linie 4 raus, Linie 3 raus, Linie 1, Linie 1, Linie 2. Linie 3, alles aus hier. Sind zwar gerade die Verstärkerfahrten, ist mir aber egal. Junge. So, jetzt können wir die Gelenkbusse langsam einplanen. Linie 1 bis 14:40 Uhr. Bis 14:40 Uhr, dann schwierig, warte mal. 15:55 Uhr Linie 2. Linie 4. Der Rest ist schon ein bisschen vergeben, solange nicht hier irgendwas doppelt drin ist. Das ist ein Verstärker. Okay. Nehmen wir erstmal raus, weil wir brauchen jetzt erstmal für Linien. Und Linie 4 bis, also 12:40 Uhr, warte mal. 12:40 Uhr wäre dann 13:55 Uhr. Bis 17 Uhr noch irgendeine Linie. Uhr. Machen wir mal so, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit zu tanken oder so. Und ab 12:40 Uhr dann kann er Linie 4 fahren. Startlinie Fred Vogel raus. Dafür irgendeine andere Spätschicht rein. Hier brauchen wir ein paar Frühschichten. Haben wir auch noch ein paar übrig, ne? Linie 4 bis 13:55 Uhr. Perfekt. Freitag bis 18 Uhr. Naja, da können wir irgendeine Frühschicht nehmen, die relativ spät endet. Warte mal. Haben wir sowas überhaupt? Naja. Nee, bis 19 Uhr, Alter, das ist ja ein Prügeldienst. Das ist ja ein Prügeldienst hier. Warte mal, dafür nehmen wir den hier raus. Alter, das ist ein Prügeldienst. Heieiei. Okay. Linie, oh, die Linie 2 aber auch, bis 18 Uhr. Alter. Wer will dann ab 18 Uhr? Das sind dann die Spätschichtfahrer, ne? 18, 18:35 Uhr, Tatsache. Warte mal, hier haben wir ein paar Linien sogar. Ich bin überrascht. Und das positiv. Viele Gelenkbusse haben wir jetzt aber auch nicht mehr hier, ne? Bis 9:15 Uhr. Das kann Verstärker sein. Das kann auch ein Verstärker, das kann auch ein Verstärker. Er hier nicht. Bis 18:35 Uhr. Dann fährt er ab 18:55 Uhr Linie 4. Naja, obwohl das ist auch ein Verstärker, ne? Dann fährt er mal. Das ist nicht wirklich ein Verstärker. So, jetzt müssen wir natürlich wieder gucken hier. Linie 3 bis 17:35 Uhr. Kommt er hier. Da. Das ist ein Verstärker, 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 Verstärker. Das sind alles so ein bisschen. Das hier zum Beispiel ist keine Verstärkerfahrt. Aber das ist auch eine Prügelfahrt. Heieiei. Bis 18:55 Uhr. Da beginnt doch kein Dienst mehr bei uns, ne? Doch, ein einziger Dienst. Aber dem müssen wir irgendwas Langes zuschreiben. Warte mal.
Gibt es irgendeinen Frühdienst, der 8:15 Uhr schon endet? Wahrscheinlich nicht, ne? 8:15 Uhr? Nee, sehe ich nichts. Ist alles nicht ganz leicht hier. Weil die beiden können wir nicht zusammenfügen. Leider. Leider. Ich würde es mir auch besser vorstellen. So, also wir brauchen eine Frühschicht, die 18 Uhr, eine lange Frühschicht am besten. Obwohl, nee, das ist ein Verstärker, bin ich bescheuert? Das ist noch eine Verstärkerfahrt hier. So, jetzt kommen natürlich die ganzen Stadtlinien erstmal dran. Stadtlinie Neuenhagen, Linie 950, Linie 950, Stadtlinie. So, dann können wir jetzt hier schon mal nach Schicht vom Vortag bis 1 Uhr. Na, da kannst du doch trotzdem das hier schon fahren. Weiß nicht, wo das Problem jetzt ist. Ab 14 Uhr kann irgendwer eine Schicht schon übernehmen. 14 Uhr das hier. Okay. 13:35 Uhr. Da kann er die Stadtlinie hier fahren. Bis 14:30 Uhr. Bis 13:50 Uhr. Ja, das kann er fahren. Gar kein Problem. Wieder Frühschichten. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, bis 13:35 Uhr. Der kann das hier noch fahren. Bis 14:45 Uhr. Das kann er Stadtlinie Rüdersdorf fahren. Bis 15:10 Uhr kann er Linie 59 fahren. Bis 14:35 Uhr. Zack. Okay, bis 9:30 Uhr. Bis 9:40 Uhr. Bis das hier, zack. Zack, Zitaro. Die kriegt noch eine Frühschicht. Und ab 15:25 Uhr noch eine Spätschicht. Startlinie Neuenhagen. So schön. Stadtlinie. Die kann man noch eine Stadtlinie reinknallen. Und dann ab 8:55 Uhr. Am besten die Spätschicht, die jetzt am frühesten hier anfängt. Und Stadtlinie. Zack. 20 Uhr beginnt keine Spätschicht mehr bei uns. Das ist ein Verstärker. Das ist auch ein Verstärker irgendwie. Ich weiß auch nicht. Linie 1, das ist auch ein Verstärker. Und das ist jetzt kein Verstärker. Da müssen wir mal gucken, ob wir einen frühen Verstärker noch haben. Linie 3 zum Beispiel. Ansonsten haben wir fast alle Linien vergeben hier, ne? Linie 59. Und Startlinie Schöneiche noch. Dann haben wir jetzt einen erstmal Reserve, ne? Der Rest wird jetzt alles erstmal geguckt, dass die hier alle irgendwie die Verstärkerbusse kriegen. Zack, 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 zack. Gut. Wow, es geht überraschenderweise ganz gut. So, jetzt sind noch vier Dienste offen.
Du fährst bis 19 Uhr, fängst 6:15 Uhr an, okay. Die ganzen Tag Linie 2. Wir haben keine Spätschicht, die nach 19 Uhr beginnt, ne? Das ist wirklich grausam. Hier haben wir noch einen Gelenkbus. Die hier können wir leider nicht hier reinpacken, weil, seht ihr ja. Würde ich auch zu gerne machen, ja, dass der noch. Ist schon ein Gelenkbus um 18:55 Uhr wieder auf dem Hof? Eigentlich nicht, ne? Also, die sind alle bis spät abends fahren. 18:55 Uhr. Nee, der hier. Nee. Die sind alle bis spät abends unterwegs. Hier ist einer 19:20 Uhr. Ich sehe gerade nichts. Dann geben wir ihm den Verstärker. Vorerst. Mal gucken, wie lange. Und dann mal gucken, holen wir uns noch irgendwie einen großen Bus oder so. So. Tanken, Innenreinigung, Außenreinigung. Tanken, Innen, Außenreinigung. Was hat er? Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Ja, am liebsten wären mir natürlich weitere Investitionen. Cool. Schön. Freut mich. Da müssen wir mal ganz kurz auf dem. Ach ja, wir haben ja auch neue Busse, glaube ich, bekommen. Ne? Warte mal, Linien. Ersatzteil. Forschung. Marktplatz. Personal. Busfahrer. So, wir brauchen jetzt auch noch mehr Fläche dann. Wie haben wir das gemacht? Warte mal. 1, 2, 3 waren, stand immer für 1. Halle. Könnte man mit Komma und Dings nicht die Dinger drehen hier? Bin ich jetzt bescheuert? Oder war das mit Q und E? Nee. Wie konnte man die drehen? Hä? Wie bescheuere ich? Damit platziere ich den. Hä, bin ich jetzt bescheuert? Einstellung, Steuerung. Objekt drehen. Mit R. Ah, okay. Total vergessen. Spind. Ah ja.
Es wird natürlich fleißig daran gearbeitet, dass wir weiterhin Mitarbeiter haben, ne? Dass wir auch fleißig mit weiter Mitarbeiter bekommen. Zack, 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 zack. Der ist falsch, egal. Machen wir erstmal den Rest. So, da. Den hier, den drehen wir noch. Da können wir jetzt nämlich, wir haben jetzt zwar wieder 10.000 Euro weniger, aber hoffentlich klappt das, was ich vorhabe hier, ne? Alter, wie viele Tankstellen haben wir jetzt noch? Das ist ja unnormal. 3, 5, 3, 5, 10, 11, 12 Tankstellen haben wir jetzt noch. Leck mich am Arsch. So, warte mal, die ganzen Gelenkbusse, die jetzt auf dem Hof stehen. Die werden mal ganz kurz überprüft. So, wir müssen auch, glaube ich, Master. Ah ja, es gibt doch noch ein paar New Ramses. Okay. Citaro C2. Die U405, ne? Natürlich. Ja. Wir müssen doch eigentlich langsam unsere Schulden abbezahlen, ne? Also, es ist leider so, ne? Nee, wir müssen unsere Schulden weiter abbezahlen. Vier Ölkanister haben wir auch mal sechser. Bremsbeläge haben wir auch mal sechser. Hiervon haben wir mal einen. So, wir wollten noch ein paar Busfahrer einstellen, ein paar neue. Ach, Bürofläche brauchen wir auch noch. Oh, stimmt ja. Aber die können wir doch theoretisch auch hier hinten ranbauen, oder? Würde zwar ein bisschen scheiße aussehen. Ja, die New Route Master. Vielleicht müssen wir doch den Hof ein bisschen erweitern. Dass wir hier Bürofläche weitermachen. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen umstrukturieren. Forschung. Ne, warte mal, wo ist denn die Forschung hier?
Mist, okay. Büro. So, der Betriebshof ist jetzt, ihr seht's, ne? Er ist größer, definitiv. Das heißt, wir müssen jetzt Straßenbauabschnitte wieder bauen. Die Gelenkbusspuren allesamt verschieben. LE Business, das dürften Setra sein. Nee, 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 nee. Der hier hin. So, und jetzt ein bisschen mehr Bürofläche. Ja, ach du Scheiß, wenn ich hier. Ah, stimmt ja. Baumenü. Ich glaube, den können wir noch ein bisschen so circa, genau. Die Lackiererei. Am liebsten würde ich alles kopieren und, ne? So, warte mal. Halle, warte mal, eine Hebebühne, eine große. Ich würde am besten noch zwei große sogar. Weil wer weiß, was jetzt noch für Reparaturen dann anstehen, ne? Die drei kleinen Beatbehörden, die behalten wir. Nee. Dann hier hin. Zack. Und jetzt kommen natürlich die Waschanlagen. Wovon wir jetzt auch einige uns holen. Dann wird hier hinten jetzt endlich die große, warte mal, Halle bauen. Weil das sieht sonst ein bisschen scheiße aus.
Alter, minus 47.000. Ja, das kommt davon, ne? Wenn wir hier die ganze Zeit umbauen. So, warte mal. Eine Waschanlage haben wir noch. Oder braucht. Nee, nee, zwei. Ich wollte noch mindestens zwei Waschanlagen haben. Waschanlage groß. R. So. Jetzt wird natürlich das Lager hier abgerissen. Kurzfristig. Jetzt müssen wir es nämlich hier hinten ranbauen. Davon können wir ruhig eine große Lagerhalle hier machen. Lagerregal. Nein. So, Lagerregal. Zack, zack. Nein. Oh, also manchmal, wie die sich automatisch drehen, das ist ja echt zum Kotzen. Vor allem, weil es auch so laggt. Mal, dass ich nicht von den Steuern absetzen kann. So, jetzt müssen wir natürlich noch die Waschanlagen hier umstellen. Wir haben jetzt 50.000 fast minus. Bitte fragt nicht, warum wir fünf Waschanlagen jetzt haben. Wir haben sie einfach. So, warte mal, da können wir vielleicht noch für die Straße noch ein paar große Stellplätze machen. So. Die mittleren kommen sowieso bald dann wieder weg. Mittlere. Nee, wenn dann, wenn dann, wenn dann umstellen. Zwar hierüber. Dann haben wir jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tankstellen. Wow. Okay, das sind vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht auch nicht, weil ich würde gerne noch die ganze Reihe voll machen. So. Jetzt haben wir 17 Tankstellen. Das sollte locker dafür ausreichen. Jo, okay. Okay. Dreifache Geschwindigkeit. Okay, der braucht mal eine Außenwäsche und technischer Zustand, da ist der Blinker kaputt. Oh, okay.
Oder das Licht, nicht der Blinker ist hier. Oh Gott, der muss ja. Eieieiei. Und der muss auch noch komplett repariert werden. Hui. So, jetzt haben wir natürlich wieder richtig viel investiert. Keine Ahnung, was wir dann hier drüben machen. Wahrscheinlich noch mehr Bürofläche. Ich muss jetzt erstmal wieder Personal einstellen hier endlich. So, Mechaniker haben wir eigentlich genug, ne? Busfahrer brauchen wir das ordentlich welcher, ne? Service-Mitarbeiter. Wie sind die im Stress? Die sind komplett im Stress. Okay. Dann stelle ich auch nochmal 10 Service-Mitarbeiter oder so, oder 5 oder so ein. Reinigungskräfte nochmal 5, 1, 2, 3. 4, 5. Forscher brauchen wir eigentlich nicht so viele. Ist auch der Stress überhaupt nicht hoch, ne? Mechaniker. Wir haben 20. Die meisten sind so ein bisschen im Stress. Dann stellen wir da auch nochmal 5er ein. So, und Busfahrer natürlich. Oh, noch gefühlt 10 insgesamt, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Sechzehn, 17, 18, 19, 20. Service-Mitarbeiter wollten wir auch noch ein paar einstellen. 1. 2, 3, 4, 5 und Mechaniker wollten wir noch ein paar einstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Busfahrer, naja, vielleicht nochmal 5er. 3, 4, 5. Sind natürlich jetzt alles laufende Kosten und so, ne? Oh Gott, jetzt fängt es wieder ordentlich an zu laggen.
Es juckt bei mir. Ach, und ich sollte endlich aufhören, mir das aufzukratzen andauernd. So, es gibt keine Linie, die Minus macht. Die meisten Linien machen sogar eher Plus. Linie 1 mit 107.000. Hat aber auch mit die größte Verspätung. Die Auslastung ist normal. Muss man natürlich ab und zu mal gucken jetzt, wie die Auslastung so ist. Aber guck mal, wir haben nur drei Linien über 50.000. Linie 4 macht gerade mal 27.000. Ja? Also, ja, aber die Auslastung ist an sich normal. Ich kann jetzt nicht noch eine neue Stadtlinie eröffnen, vergiss es. Ausgefallen! Bass! Linie 4 ist unsere neueste Linie, ne? Kann es sein? Das war, da war doch irgendwas. Ja, heute war nicht wirklich wirtschaftlich der Tag. Wir haben auch nicht wirklich Plus gemacht. Wir haben eher gefühlt die ganze Zeit Minus gemacht. Umsatzstark war es heute auch nicht. Naja. Warte mal, fährt hier gerade ein leerer Gelenkbus raus? Nee. Ach, der wird gerade getankt. Okay, gut. So, warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, dass alle Busse, die hier drin sind, irgendwie einmal getankt werden, jetzt zumindestens. Vielleicht sogar eine Außenwäsche bekommen. Der hier zum Beispiel hat es dringend nötig. Der muss auch mal in die Werkstatt. Oh ja, der muss noch dringender in die Werkstatt. Der genauso. Was die immer mit den Scheibenwischern machen, ich verstehe das nicht. Licht, Scheibenwischer. Hier ist das reinste Chaos gerade los. Ich muss mal gerade die WhatsApps beantworten. Das ist. Die sind nämlich sehr wichtige WhatsApps. Tanken. Blinker, Router. So, der Dienstplan für morgen steht. Der Schichtplan für morgen steht. Die Forschung ist auch abgeschlossen.
Großteil der Forschung ist schon abgeschlossen. Ich bin überrascht. Es läuft gut, auch wenn wir aktuell sehr viel Minus machen und gefühlt komplett in den Schulden sind. Trinkt. Kann ich ihn in den Urlaub schicken? Nee. Ich glaube, die stehen alle in der Küche an, kann das sein? Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, weil dann können wir jetzt hier nämlich ein paar Kühlschränke und so hinbauen. Und Toiletten müssten wir da noch bauen. Badezimmer. Zumindest um das Doppelte. 1, 2, 1, 2, zack. Dann hier eine Zwischenwand. Das kennen wir ja schon von uns. Privatsphäre gibt es hier nämlich bei uns nicht. Nicht in dieser Firma. Und dann eine Toilette. Vielleicht gibt es etwas Privatsphäre, aber naja. Wir wollen ja nicht übertreiben mit dieser Privatsphäre, ne? Vielleicht können wir sogar noch eine Einheit bauen. Wir sind die ganze Zeit am Essen, Alter. Ist falsch mit denen. So, natürlich müssen wir das hier eigentlich auch noch größer machen. Ich habe gerade nur WhatsApp bekommen. So, also erstmal, eigentlich hat der Bus hier überhaupt nichts zu suchen, ja, also wirklich nicht. Aber wird sich jetzt wahrscheinlich einen anderen Parkplatz suchen. Sag ich ja.
Was? Okay, ich verstehe. Leider, leider verstehe ich das. Der wird sich jetzt auf den großen Parkplatz stellen, ne? Ach, du kleiner Pisser. Einmal noch kurz durchchecken hier alle Busse. Hier fährt gleich einer los. Der ist ja gefühlt komplett kaputt hier. Motor, Blinker. Ja, der ist gefühlt total Schaden hier. Gefühlt. Fährt gleich los, der fährt gleich los. Es ist immer das Problem, was ich habe, dass ich nie wirklich die Busse irgendwie, also dass die nicht automatisch tanken. Irgendwie, du kommst, so wie bei uns in der Firma, ja, du kommst, wenn du irgendwas hast, in die Werkstatt oder ansonsten wird dir tankt zum Dienstende und fertig. Das ist hier schade, dass das so nicht abläuft. Also wirklich schade. So, wir sind auch schon bei einer Stunde. Ich würde mich verabschieden für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin auf Wiedersehen. Tschüss.